Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, ist vorbei. Der letzte Part von Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwergengnome, Hobbits und Edelim, zu M9 Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Dem letzten Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Aber halt, Moment, warte, wo sind denn wir hier? Wo sind wir hier gelandet? Schauen wir mal, was es da zu entdecken gibt. Joa, der Mahalo-Bergfahrt. Da waren wir Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, dass es da noch was Wichtiges zu sehen gibt, was wir fast vergessen hätten. Da müssen wir natürlich nochmal vorbeischauen und im letzten Part das auch noch abschließen. Dann können wir im Kampfesbaum noch eine Runde wagen und diesen Part, dieses Let's Play in Ruhe beenden. Ja, mal schauen, was wir da auf der Spitze des Mahalo-Bergfahrts so finden. Schauen wir mal nach. Ich glaube, wir finden was Sensationelles. Die Hängebrücke. Oha, ist das nicht ein Lunana? Zwergenfee, vielen Dank, dass du Wölkchen damals gerettet hast. Maschina. Wölkchen, von so weit her kamst du damals zu uns. Sieh nur, wie sehr du dich verändert hast. Und was habe ich nicht alles an deiner Seite erleben und sehen dürfen? Zwergfee, ich weiß, das kommt jetzt etwas plötzlich, aber ich würde Wölkchen gerne in deine Obhut geben. Soweit ich weiß, würde auch Necrozma davon profitieren, da du durch Wölkchens Nähe sein Durst nach Licht gestillt würde. Außerdem sind Pokémon bei dir einfach am besten aufgehoben. Ich habe wirklich lange nachgedacht und... Zwergfee, darf ich dich etwas bitten? Würdest du gegen meinen Freund antreten und ihm in einen Pokéball ein Zuhause geben? Ein Zuhause. Ja, natürlich gerne. Wir fangen uns ein Necrozma. Wir geben Wölkchen ein neues Zuhause. Auf geht's. Ja. Oha. Ein legendärer Kampf gegen ein legendäres Lunala. Lunala erscheint auf der Hängebrücke. Ui, ein geschichtsträchtiger Ort. Was soll Necrozma tun? Level 60 ist das Ding. Phantomengrasier. Ich versuche es mal mit Phantomengrasier. Phantomengrasier ist mal mit Versuche. Ja, so ungefähr. Schattenfessel. Nice. Das sieht doch vielversprechend aus. Wobei, haben wir jetzt beide unsere Attacken ausprobiert. Necrozma hat seine ausprobiert und Lunana hat seine ausprobiert. So, Wölkchen, du bist du dran. Dich kriege ich. Mutgewalt. Na holla. Necrozma ist fast besiegt. Juwelenkraft. Na komm. Das kriegen wir noch gebändigt, das Lunana. Mondkraft. Ich glaube eher, dass Lunana uns gebändigt kriegt, aber komm, Juwelenkraft. Mit dem nächsten Pokémon können wir dann das Lunana fangen. Ja, es ist im roten Bereich. Nice. Es könnte doch diesmal schneller gehen. Beim letzten legendären Pokémon. Nächstes Pokémon rufen. So, Zygarde. Kann mal standhalten. Ist auch ein legendäres Pokémon. So, Aura ungefähr von Zygarde wirkt. So, können wir denn jetzt mal ein Item einsetzen? Ja, Zygarde, das haben wir mit vielen Bällen gefangen. Ultraball, wirkt das denn auf Lunana? Versuchen wir es. Ultraball, auf geht's. Na komm. Zack. Zack die. Ah, es ist entkommen.
verflixt. Schalt und Fessel. Oh nein, wird es das Zigarre besiegen? Wird welchen Zigarre besiegen? Nein, nicht ganz. Versuchen wir es nochmal mit einem Ultraball. Genug haben wir davon. So, auf geht's. Na komm. Eins. Ach, verdammt. Verschwenden wir jetzt wieder so viele Bälle. Dann brauchen wir die ganze Party heute dafür. Naja, ist auch eine Art, den letzten Part zu beenden. Ja, wir wollten ja nochmal einen Kampf in den Kampfbaum. Also so ganz können wir das jetzt nicht so beenden. Ultrabälle verschwenden. Komm, es muss doch gehen. Eins. Ach, verdammt. Kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind diese Pokebällen hier. Verdammt. Und dass das so lange nicht wirkt. Das kommt mir schmerzhaft bekannt vor. Wer das wohl damals verursacht hat. Janopan, Level 100, Shiny. Du bist dran. Naja. Lilly hat uns darum gebeten, dass wir es einfangen. Dann werden wir das auch tun, oder? Luxusball habe ich noch. Willst du einen Luxusball? Möchtest du einen Luxusball haben? Einen Meisterball habe ich leider nicht für dich. Ach, verdammt. Ach, nö. Das ist doch peinlich hier. Und zu vielen Pokebällen hier zu verschwenden und den Kampf in die Länge zu ziehen. Ein Finsterball für Lunana, den Mond in der anderen Region. Na komm, eins. Ja, gut. Ist eigentlich ein Höhlenball. Nur in Höhlen. Mondgewalt, natürlich kann Lunana Mondgewalt. Einen Levelball verschwenden. Ja, könnte effektiv sein. Na komm. Lass es wirken. Eins. Zwei. Drei. Ja, nein, ist das auf jeden Fall ein cooler Ball. Einzigartiger Ball. Passt doch zu Lunana. Nee, passt nicht, aber hat es einen einzigartigen Ball. Das ist auch was wert. Pokédex-Eintrag für Lunana. Dann schubsen wir Zygarde wieder aus dem Team raus. Ja, sorry, war ein kurzer Aufenthalt, aber Zygarde, du musst gehen. Münzamulett im Beutel verstauen. Nice, mach mal so. Da habe ich irgendwas aufgehoben. Lunala, nein. Völkchen. Zwangfi ist ab jetzt dein Trainer. So etwas wie deine Mutter. Sie wird sich gut um dich kümmern. Dass du mir also schön auf sie hörst. Wölkchen, dein Licht leuchtet für alle. Und wenn es jemandem gelingt, anderen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, dann bist du das. Zwergenfee, ich glaube an dich. Wölkchen, ich verspreche dir, stärker zu werden. Bis es dir noch soweit ist, liegt es diesmal an dir, ein Auge auf mich zu haben. Einverstanden? Zwergenfee, hier, das trug Wölkchen bei sich. Bitte pass gut darauf auf. Du erhältst das Z-Kristall Lunalium Z. Lunalium Z wurde der Z-Kristalltasche verstaut. Nun denn, Zwergenfee, weiter geht's. Jo, sieht ganz so aus. Noch einmal die Hängebrücke hinüber, um der Titan zu erinnern. Jo. Nice. Bis hierhin sind wir gar nicht hingekommen. Weil wir auf der Mitte eingebrochen sind. Und dann fing das Spiel an. Ja, ich würde mal sagen, zurück zum Kampfbaum. Zurück nach Pony, zurück zum Kampfbaum. Wir haben was zu erledigen. Ja. Das wollen wir hier nicht vergessen. Der erschwerliche Pfad, der beschwerliche Pfad und der Kampfbaum. Auf geht's, im Kampfbaum. Warte, da gibt's doch noch was. Vielleicht gibt's die Möglichkeit. Nikrum. Na, das können wir doch mal einsetzen, oder? Na. Fusioniert sind die beiden.
Jetzt haben wir einen Necrozma und einen Lunala, also Wölkchen und Necrozma fusioniert. Jetzt ist es ein Necrozma Lunala. Das werden wir gleich im Kampf anschauen. Jetzt haben wir sogar einen Platz frei für Zygarde. Naja, nochmal schnell zum Pokémon Center, holen wir es uns. Bei der Gelegenheit auch gleich mal das Team geheilt. Dann können wir jetzt voller Stärke in den Kampfbaum starten. Joa, wer bist denn du? Ich bin hier im Kampfbaum für die Verwaltung der Ergebnisse und Statistiken zuständig. Möchtest du deine Ergebnisse einsehen? Da gibt's ja noch gar nichts. Schwachsinn also. Der Sprung war ich auch von hervorragender. Und du bist kein Pokémon-Trainer, der mein Interesse wecken könnte. Hey, mich gleich so beleidigen. Und Kusturisu. Kusturisu startet dich an. Was möchtest du tun? Ach, das Spiel. Nee, lass mal. Wir haben was anderes zu tun. Und hier können wir was machen. Hallo. Soll ich einem deiner Pokémon im Tausch gegen GP eine Attacke beibringen? Ich habe noch keine GP. Können wir vielleicht später machen. Nein, dazu wird es nicht kommen. Hallo und willkommen bei der Gewinnpunkte-Tauschbörse. Möchtest du deine Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen? Erstmal muss ich mir welche holen. Und die hole ich mir am besten hier, beim Kampfbaum. Herzlich willkommen im Kampfbaum. Wonach steht dir der Sinn? Herausforderung annehmen, Info, Musik ändern, abbrechen. Ach, die Musik lassen wir schön so. An welche Kampfart möchtest du dich gerne versuchen? Wir nehmen mutigerweise den Multikampf. Du möchtest dich also in der Herausforderung des Multikampfes stellen? Jo. Willst du die Herausforderung mit seinem Freund, welchen oder und einen Nick-Kampf erstellen? Nein. Bitte wähle Pokémon aus, die teilnehmen sollen. Das ist mein Team. Das möchte kämpfen. Ja, da seht ihr es nochmal, das fusionierte Lunala Necrozma. Level 72. Schön, schön. Tolles Team. Kann aufgehen. Zwei Pokémon können teilnehmen. Naja, holla. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, wir speichern vorher. Ich kämpfe jetzt mit Necrozma Lunala und mit Kaloppa. Naja, auf geht's. Bitte wähle deinen Partner aus. Auswahl, da gibt's nur sie. Oh, ich hoffe mal, ich kann auf dich verlassen. Kann ich auf dich verlassen. Lesen können. Darum Vorteil. Wir sprechen können noch viel mehr. Es ist los. Auf den Multikampf. Und vergiss nicht, hier wird in Serie gekämpft. Ey, suchst du etwas Schritt? Du bist ein richtiges Interesse. Endlich habe ich dich gefunden. Du tust nicht gut. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Kampf gegen die kleinen Kinder. Hui. Knirpse fordern uns heraus mit vier Pokémon. 4 gegen 4. Das heißt Multikampf. Ich 2 Pokémon. Sie 2 Pokémon. Necrozma. Da seht ihr ihn im Kampf. Wow. Heißt jetzt Necrozma. Nicht nur Wölkchen. Okay. Wow. Wir können eine Ultra-Attacke einsetzen. Z-Attacke. Jetzt direkt mal ein, um sie zu testen. Unterbrust. Okay, mach mal. Und dann mach mal. Hau rein. Wow. Die Necrozma-Attacke. Haut rein. Boah. Ist doch die Lichtform. Phantom-Geysir. Ah. Ändert die Form und haut rein. Schön, schön. Joa, so kann man es machen. Ich bin beeindruckt von Necrozmas Lichtform. Auf jeden Fall die Worte. Cool. Mache ich das jetzt auch im Team. Felsgrab setzen wir ein auf Rokara. Und tun dem den Rest an. So. Das Ding ist mir ein bisschen zu grell. Könnten wir das zurückverwandeln? Nein, nicht. So. Flugkiefer auch besiegt. Das war fast zu episch für diesen kleinen Winzlingskampf. Weilrohrt. Gegen Necrozma. Ja, Tektas. Oh, das kennen wir doch irgendwo her. Der liebe Team Skyboss Bromley lässt grüßen. Ja, so viel dazu. Der wird von uns besiegt. Nicht der Bromley, sondern der Tektas.
Free. Zu Felsgrab. Soll ja sehr effektiv sein. Ui, ja, das ist sehr effektiv. Dick, das ist schon fast besiegt. Da haben wir gleich nur noch einen. Das sind die letzten zwei. Nein, ja doch, das sind die letzten zwei. Nein, doch. Oh. Komm, Dick, das besiegen. Dann haben wir nur noch Wailord zu besiegen. Können wir in den nächsten Kampf. Ja, Juwelenkraft und Tektas ist besiegt. Tektas ist Geschichte. Hoffentlich nie wieder. Ein Tektas nie wieder begegnen. Von Tektasen habe ich genug für den Rest dieses Let's Plays. Ja, so ungefähr. So, wie wär's denn mit Juwelenkraft auf Wailord? Mal schauen, was das so bringt. Effektiv soll es ja sein. Ah, so sieht es effektiv hier aus. Effektivität. Na komm, den kriegen wir doch auch noch hin. Den Wahl. Du hast die Wahl. Haha. Was für ein schlimmer Flachwitz. So, eins von ihren Pokémon ist besiegt. Da mein Reselado. Oder so ähnlich. Ich kann die eh nicht aussprechen. Von denen habe ich auch langsam die Schnauze voll. So, Wailord. Komm, Reseladrero, oder wie du ausgesprochen wirst, mach den Rest. Ich sagte, mach den Rest und du wirst einfach hier besiegt. Meine Güte. Na komm, tu noch einmal Felsengrab und dann war's das mit Wailord. Wurde begraben. Offiziell. So, ja, ordentlich. Niemand nimmt Rücksicht auf meine Gefühle. Ich bin doch auch noch ein Mensch. Statt Händen verlieren nie. Verlieren den Kampf gegen uns. Ja, du hast einen Gewinnpunkt. Juhu. Als nächstes folgt dein zweiter Kampf in Serie. Möchtest du weitermachen? Ich mache weiter. Immer weiter. Ja, mit Galoppa und mit Luna, dann kommen wir wahrscheinlich ganz nach oben. Na dann, mal schauen, wie viel wir hier noch in diesem Part schaffen. Ich muss all meinen Mut zusammennehmen und mich einfach ins Zeug legen. Jo, Boss, willst du mit Magia ein Sumo-Training absolvieren? Joa. Also, hier haben wir einen Wanderer und einen Knirps. Na dann. Bin gespannt, was ihr für Pokémon habt. Ein Flunkkiefer und ein, oh, ein Tektas. Tektas, Tektas, Tektas. Ich dachte, das wäre es schon gewesen. Aber weiter geht's. Also den, die Unterburst werden wir nicht nochmal einsetzen. Haben wir gerade schon getestet. Lediglich die Formwandlung. So, Necrozma, Juwelenkraft. Gib dein Bestes. Tektas besiegt. Joa, so schnell geht's. Und dann ist schon wieder das nächste Tektas besiegt. Oha. Hat einen starken Kiefer. Das gegnerische Pokémon. Und wurde schnell besiegt hier. Nachthieb können wir einsetzen. Das ist effektiv auf die Waldro. Na dann. Können wir es auch mal anschauen, wie Nachthieb auch hier aussieht. Blättersturm. Oh wei. Das war's wohl mit Tahandato, oder wie es ausgesprochen wird. Ich versuche es gar nicht erst auszusprechen. Nachthieb, komm, mach's alle. Es geht Waldo. Ja, mach's alle, sieht ein bisschen anders aus, aber okay. Das Resladiro. Jetzt habe ich es mal richtig ausgesprochen. Resladiro. So, das auf die Waldo. Na komm. Irgendjemand muss Flunkkiefer besiegen. Necrozma hat keine effektiven Attacken gegen Flunkkiefer. Ja, sieht auch schlecht aus mit Reseladro. Und ich habe es schon wieder falsch ausgesprochen. Ausgesprochen. Ja, ich spreche fließend Schnuschelisch. So ist er doch. Necrozma wird besiegt. Nein! Necrozma nicht! Ja, dann mal Galoppa. Level 100, Shiny. Du bist dran, du hast dem Team alle Ehre gemacht. Vielleicht kannst du jetzt auch mal das Funkkiefer besiegen.
Oder wir werden besiegt und das war der letzte Kampf jetzt hier. Das wäre ein bisschen enttäuschend hier schon im zweiten Kampf. Vor allem mit dem Galopper Level 100. Ja, Mai! Reden muss man können. Und jetzt hier nicht den letzten Part versauen. Turmkick ist fehlgeschlagen. Ja. Das letzte Pokémon in Metagross. Oh, das haben wir hier selten gesehen. Los, Nitro-Ladung auf Metagross. Patzack. Na komm, zacke die Duster. Hau rein. Ja, das läuft doch wie geschmiert. Hat ein bisschen was ausgehalten. Turmkick. Und da haben wir das Metagross auch besiegt. Dritter Kampf, ich komme. Dabei habe ich mich so ins Zeug gelegt. Ich will zu meiner Mami. Jo, danke, Boss. Das Kind ist der Boss. Okay. Keine Frage. Du hast einen Gewinnpunkt. Yippie-ja-yay. Als nächstes folgt dein dritter Kampf in Serie. Möchtest du weitermachen? Ich mache immer weiter. Aua, mein Bestellkopf. Das ist kein gutes Zeichen. Ich bin gerade erst ins Berufsleben eingestiegen. Dasselbe gilt für meinen Trainer da sein. Na dann, auf geht's. Ich dir nicht versauen, aber dein Trainer Berufsstart, das werde ich dir versauen. Aber ordentlich. Dass wir das jetzt hier hinkriegen. Den dritten Kampf. Wo ist die hier? Oh, auch was Neues. Und ist das nicht Bronzung? Meines Wissens nach vierte Generation Pokémon. Nice. Felsgrab ist effektiv auf Frostedia. Und dann Felsgraben wir doch Frostedia. Besiegen wir es, begraben wir es. Was? Wird abgewehrt, die Attacke? Gibt's das? Frostedia besiegt von dem Pokémon meiner Mitkämpferin. Auch in Ordnung. So geht's auch. Da muss ich nichts machen. So. Ein Voluna. Ein sehr majestätisches Pokémon. Und auch noch ein weibliches Voluna. So. Felsgrab ist immer noch effektiv auf Voluna. Also immer noch effektiv auf das linke Pokémon. Das jetzt Voluna ist. Vulnona. Okay. Die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Verdammt. Seit Jahren falsch ausgesprochen. So. Da waren es nur zwei. Zwei haben wir schon besiegt, die Hälfte. Ja, das ist doch eine gute Bilanz. Schaffen wir es vielleicht doch noch bis oben. Müssen wir den Part hier überziehen. Also, ja, entweder schaffen wir es bis ganz oben und besiegen den letzten Trainer erfolgreich oder wir versagen hier bei einem Kampf und beenden den Part so. Ist mir beides recht. Können wir beides machen. Ist beides kein schlechtes Ende. Ja, kann man machen. So hat übrigens auch Pokémon Sonne geendet. Mit dem Kampfbaum. So ist Pokémon Sonne geendet. Ja. War bloß ein Special Part in Pokémon Sonne. Da haben wir zwischendurch was ausgelassen. Ich habe nach der Hauptstory geendet und habe dann halt noch ein paar Special Parts aus dem Kampfbaum gebracht. So, Bronzong besiegt. Und dann kommt jetzt das letzte Pokémon, oder was? Somnivora. Ach, das gehen wir doch. Pokémon weiß das grüßen. Ja. Die Grüße würde ich gerne vergessen. Pokémon weiß. Ja, das Ende von Pokémon weiß, das wartet auch noch auf uns. Liebe Grüße gehen zurück an Pokémon weiß. Das kommt nicht demnächst. Es dauert noch ein Weilchen, bis das Ende kommt. Schmerzhaft, aber es kommt irgendwann. Durchfall und Lebensmittelvergiftungen machen eine Reise erst zu einem richtigen Erlebnis. Sieht so aus, als hätte ich noch jede Menge zu lernen. Einstieg ins Trainerdasein erschwert. Einen 3-Gewinnpunkt haben wir schon. Juhu! Als nächstes folgt ein 4. Kampf. Müsst du weitermachen? Ja, wir geben niemals auf. Und oder der DS ausgeht, weil ja, blinkt die ganze Zeit. Akku alle. Weißt du was? Ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin. Herr mit seinem Pokémon. Na los, wird bald. Ja.
nicht, wo er herkommt und wie er hierher kommt, und die andere will meine Pokémon. Schön, schön. Oder Skilabra. Und das sieht aus wie ein... ich weiß es nicht. Wie sieht das aus? Wirklich oben angezeigt. Ein Kleopatra. Ah, ja, Pokémon weiß, lässt grüßen. Schön, schön. Felsgrab auf Skilabra. Okay. Nicht aussprechen, die Pokémon-Namen. Mogelieb. Ja, die Attacke kennen wir. Felsgrab. So. Ich wollte gerade schon sagen, Skilabra wurde besiegt, begraben. Aber das muss wohl noch ein bisschen warten. Oha! Es haut ordentlich zu. Felsgrab, weiterhin auf Skilabra. Besiegen wir das Ding. Den Kronleuchter. Den großen, den Kronleuchter. Kriegen wir noch hin. Standpauke. Auwei. Sieht kritisch aus für den Crossmar. Ja, je höher wir kommen, je weiter die Ebene steigt, desto kritischer wird es mit den Kämpfen, desto effektiver sind die Attacken auch. Desto mehr bringt's. Ist ja eigentlich klar. So, aber schaffen wir es trotzdem noch, diesen Kampf zu bestehen, oder ist das unser letzter Kampf in diesem Part? Da haben wir es trotzdem schon weit gebracht. Weiter als in Pokémon Sonne, da haben wir es nicht ganz so weit geschafft. Und wäre dann trotzdem ein Erfolg. Felsgrab, weiter noch Grifhidis auf den linken. Grifhidis. Okay, ja. Ich höre auf zu versuchen, die Namen auszusprechen. So. Von meiner Mitkämpferin besiegt. Da waren es nur zwei. Und da war es noch ein Pokémon. Der Dopper. Joa, sieht spannend aus. Werter Gast, ich bedauere außerordentlich, dir mitteilen zu müssen, dass du beim letzten Mal vor Beendigung deiner Herausforderung nicht ordnungsgemäß gespeichert hast. Somit sind leider sämtliche Daten verloren gegangen. Du musst von vorne beginnen. Joa, da hat das Schicksal entschieden, dass die Kamera ausfallen soll. Nein, nicht die Kamera. Die Kamera war weiterhin an. Der DS, der Akku war alle. Ja, haben wir ein lustiges Ende für diesen Part. Ja, sollte so sein. Das Schicksal hat auf die Uhr geguckt und hat gesagt, der Part ist lang genug. Na komm, beende das Ding. Ja, dann wird es Zeit, das zu beenden, bevor es noch schlimmer wird. Ich würde sagen, Dümmchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwangsfest verpassen wollt. Zwei Gewinnpunkte haben wir, der dritte wurde nicht mehr registriert. Schön, schön. Ja, da brauche ich ein bisschen mehr Gewinnpunkte, um da was zu bekommen. So, was gibt es denn hier noch? Gibt es hier was Kleines als Premium? Nein, gibt es nicht. Als Premium-Geschenk. Ja. So, bevor es noch peinlich wird, verabschiede ich mich von dieser Let's Play-Reihe. War ein schönes Projekt. Ja. Viele Neuerungen, viele schöne Sachen in Pokémon Ultramond. Tut schon fast ein wenig weh. Das zu beenden. Das zu beenden. Ja. Da bleibt mir nur zu sagen, es geht weiter mit neuen Projekten. Darf ich schon mal hier ankündigen, das nächste Pokémon-Projekt, das wird ein bisschen dauern, bis das weitergeht. Verlasst euch nicht drauf, dass das demnächst kommt, aber es kommt irgendwann. Ja, das wird dann Pokémon Y sein. Let's play Pokémon Y again. Mein Let's Play again zu meinem ersten Pokémon-Projekt und meinem ersten Projekt sowieso auf YouTube. Meinem ersten Let's Play. Ja, Part 1 davon kam schon an meinem YouTube-Geburtstag raus am 27. Februar. Und Part 2 wird wohl noch ein bisschen brauchen, aber das wird das nächste Pokémon-Projekt sein. Und da freut euch mal drauf. Zwischendurch werden noch andere schöne Projekte kommen. Ich glaube, morgen habe ich da so ein kleines Ding vorbereitet. Lasst euch überraschen, was da kommt. Ja, man sieht sich in anderen Projekten. Habt noch eine angenehm fröstliche Zeit. Man sieht sich. Gehabt euch wohl.
Ciao, ciao, war eine schöne Zeit in Pokémon Ultramond. Ich werde es immer in fröhlicher Erinnerung behalten und ja. Adios. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.